Jo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video und heute machen wir ein 5 Minuten Push-Up-Workout für überall. Ihr könnt zu Hause trainieren, im Fitnessstudio, überall da, wo ihr mal keine Geräte habt und einfach mal trotzdem trainieren möchtet. Es gibt drei Übungen, ganz, ganz simpel. Übung Nummer 1 sind einfach nur enge Liegestütze. Ellbogen gehen eng am Körper vorbei. Zweite Variation ist breite Liegestütze. Und die letzte Variation ist, ihr verlagert das Gewicht zur einen Seite und pusht nur auf einem Arm, natürlich links und rechts. Die engen Liegestütze symbolisieren praktisch enges Bankdrücken. Ja? Das heißt, ihr habt mehr den Trizeps aktiviert und dafür ein bisschen weniger die Brust. Bei den breiten Push-Ups habt ihr praktisch ganz normales Bankdrücken imitiert. Achtet darauf immer, dass ihr die Schulterblätter hinten zusammen habt, damit ihr wirklich die Brust isoliert und auch die Brust trefft bei den Push-Ups. Außerdem habt ihr ein bisschen mehr vordere Schulter mit dabei. Und das Gewicht, wo ihr das Gewicht zur Seite verlagert, ist einfach viel, viel intensiver, da ihr natürlich mehr Gewicht auf einem Arm habt. Ihr könnt allerdings wählen, wie viel Gewicht ihr darüber schiebt und wie weit ihr die Arme auseinandernehmt. Und ja, wir legen auch direkt los. Wir machen jede Übung 30 Sekunden lang und wir gucken mal, ob wir durchhalten. Viel Spaß. Okay, let's go. Wir starten mit den engen Push-Ups. 30 Sekunden, let's go. Macht es einfach in eurem Tempo. Es geht nicht auf Zeit, sondern darauf, dass ihr die Übung sauber macht. Ordentlich tief runtergehen. Ordentlich hoch. Ellbogen bleiben eng am Körper. Gleich geschafft. 5, 4, 3, 2, 1. Wir wechseln, geht ein bisschen weiter auseinander. Zum breite Push-Ups. Schön die Brust isolieren. Dass trotzdem die Hände niemals vor den Schultern sind, sondern immer minimal dahinter. Wenn ihr Bankdrücken macht, habt ihr ja auch nicht die Ellbogen auf einer Linie mit der Stange. Okay, letzte Variation, ihr geht rüber zur Seite. Zwischen den Armen kurz Rest, 30 Sekunden. Ihr habt eine 30 Sekunden Pause, wo ihr kurz euch relaxen könnt. Theoretisch könnt ihr 30 Sekunden hinlegen, wo ihr möchtet. Aber weil die Variation die schwerste ist, lege ich die dazwischen. 10 Sekunden noch. Breit machen. 5, 3, 2, 1. Gleich geschafft. 3, 2, 1. So. Wunderbar. Das waren jetzt 2,5 Minuten. Wenn ihr 5 Minuten machen möchtet, dann macht ihr das Ganze einfach zweimal. Es wird dann doppelt so schwer, weil ihr natürlich schon vorbelastet seid. Ja? Das heißt, ihr startet jetzt in meinem Fall wieder direkt mit den engen Push-Ups hinterher. Und dann wird es auf jeden Fall eine Challenge. Schreibt mal in die Kommentare rein, wer von euch überhaupt 2,5 Minuten geschafft hat. Und schreibt auch mal rein, wer 5 Minuten geschafft hat, das heißt zweimal das Ganze hintereinander weg. Ja, das war so ein kleines Push-Up-Workout, super easy eigentlich, aber dennoch intensiv und anstrengend.
Könnt ihr überall machen, ihr braucht nichts außer eine Stoppuhr. Und ihr könnt natürlich das Gleiche auch auf Wiederholung machen, dann braucht ihr nicht mal mehr eine Stoppuhr. Und ja, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen für mehr Videos. Werdet ihr immer direkt informiert, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.